Und damit herzlich willkommen zurück. Oh, er hat auch noch gespeichert. Zurück zur Station hier. Da passiert zu viel im Hintergrund hier. Das ist ja furchtbar. Naja, was macht denn der da jetzt noch den Ordner? Grün. Was soll das denn? Also der sucht gerade in dem Ordner neue Objekte oder so. Oh, unfassbar. Windows. Echt. So, wie prophezeit in der letzten Folge, warte ich, bis dieser Dreckssturm vorbei ist. Denn da jetzt irgendwas abzubauen und neu hinzubauen, das hat überhaupt gar keinen Wert. Nicht während dem Sturm. Echt nicht. Kann ich schon mal Kabel holen, denn Kabel brauchen wir auch. 35. 50. Na gut, das könnte reichen. Oh, wie schön laut die Geräusche jetzt sind. Vorbei? Nein. Immer noch nicht. 50 Grad, Temperatur fällt langsam. 25 Kilopascal. 49 Grad. Wir sind langsam in einem überlebbaren Bereich, was den Druck angeht. Die muss ich sowieso mit dem Drill wahrscheinlich wegbauen, oder? Boah, wie die FPS runtergehen bei diesem Drecksturm. Unfassbar. Aber Freunde, die Grafikkarten werden gerade wieder günstiger. Das heißt, ich kann dann demnächst irgendwann mal zuschlagen und eine schöne neue Grafik holen, die dann hoffentlich auch dementsprechend mehr Zunder hat. Nein, wir sind immer noch nicht durch mit dem Sturm. Eieiei. 26 Kilopascal. 48 Grad. Noch steht meine Lüftungsanlage, also ist noch nicht explodiert alles. Nein, Sturm ist immer noch nicht weg. Ja, so kann man abbauen. Naja, was haben wir denn jetzt gerade in der Luft hier? 89% Sauerstoff. 2% Stickstoff. Dann 1% Kohlendioxid. Oder? Ist das, was wir ausatmen, ist Kohlendioxid? Ich glaube ja, oder? Und ein paar Moleküle, ne, ein paar wenige Kubik, Zenti, nein, Zentimoleküle, keine Ahnung, Zehntelmoleküle von irgendeinem Giftgaszeug X. Kilopascal. Also die Halle kühlt auch langsam runter jetzt. Ich könnte natürlich mal schauen, wie es jetzt gerade in meinem Lüftungsraum aussieht. Aber ich will nicht raus bei diesem Drecksturm. Echt nicht.
Die sind alle aus, ne? Nicht, dass da einer noch an ist. Nee. Ah, dann kann ich meinen... Ja, jetzt ist der Sturm rum. Na, endlich. Kann ich meinen Basketballkorb auch mal abmontieren. Und den woanders hin packen. So rum, ne? Ja. Hier vielleicht so? Ja, das ist, glaube ich, auch von der Höhe her besser. Naja. So, also, dann können wir jetzt mal alles wieder abmontieren, was ich hier gerade falsch aufgebaut habe. Backpressure Regulator auf 110 Kilopascal, der ist richtig. Wir schalten ihn an. Pressure Regulator, falsch. Regulator. So. Auf 110. Nein, nicht da. 10. 110 Kilopascal, Backpressure Regulator an. Farbe habe ich keine mehr. Shit. Nehme ich mir aber. Damit ich die gleich einfärben kann. Timer gar nicht gestartet, sehe ich gerade. Weiß haben wir hier noch ein bisschen was. Na. 14%. Wow, was für ein Echo. Beim Laufen. 44 Grad. Nein. Falsche Taste. Tapp nochmal. Ich dreh noch durch. Oh. Bin ich so blöd, oder? So und dann so. Back Pressure Regulator auf 110 Kilopascal eingeschalten. Sprühdose weiß. Back Pressure 110 Kilopascal und an. Gut. Dose aus der Hand, damit uns der nicht wegfällt. Dann können wir ihn gleich wieder setzen. Backpressure Regulator. Und der passt sogar. Sehr gut. Und ich verpeste hier meine ganze Halle mit meinem Abgas hier. Eingeschalten. Weiß gesprüht. Ein Backpressure 110 Kilopascal. Dann wir haben gleich keine Farbe mehr. Machen wir mal weiß. Nein, halt. Spray Paint White. Ja, zwei Stück sollte reichen.
kann es auch gleich wieder aus. Ja, 32 Kilopascal, 43 Grad. Also 43 Grad ist immer noch eine sehr heftige Wohlfühltemperatur, würde ich mal behaupten. Oh, die Geräusche sind geil. Kilopascal eingeschalten. Weiß gemacht. Back Pressure 110 und an. Back Pressure. An. Und weiß. Back Pressure 110 an. Und weiß. Sehr gut. So. Boah, die CPU, ne? Ah, die Geräusche. Hört ihr das? Wie laut das jetzt alles ist. Geil. So. Back Pressure. An. Und weiß. Ich weiß, Kabel müssen noch ran, schon klar, aber ja. Soweit erstmal. Ein Back Pressure. Durch Zufall gleich richtig. Hoch. Ich fliege langsam weg. Wird da von da unten weggedrückt. Back Pressure an und 110. An und weiß. Und ich habe schon wieder einen Pressure Regulator gebaut. Wenn ich blöd bin. Hä, aber ich habe doch umgeschalten. Habe ich nicht umgeschalten? Offensichtlich nicht. Back Pressure. Sehen. Gut, dass ich es immer noch mal nachprüfe, ne? Das sind alle die mit dem Pfeil gegen den Strich. Und die mit dem Pfeil vom Strich sind falsch rum. Back Pressure. Kilopascal an.
ist. Oh nein. Ich Idiot. Die Sprühdose nicht rausgenommen. Und Backpressure. Backpressure 110 an. Und weiß. Jawohl, wunderbar. So, 37 Kilopascal haben wir drin. 40 Grad ist noch relativ viel. Ist auch noch ein Pressure Regulator. Jawohl. Backpressure, verdammt. Also das ist echt. Oh, wie schön ruhig. Wie laut das alles ist. Geil. Kühlschrank, Fridge, eigentlich eine Gefriertruhe. Nee, ein Refrigerator ist eine Gefriertruhe, aber der ist trotzdem saumäßig kalt. Sehen wir das, wenn wir da reinstehen? Ne, 40 Grad. Aber mit dem hier... Minus 131 Grad. Ah, mein Ohr juckt. ...100% Stickstoff ist hier drin. Wahrscheinlich funktioniert er mit Stickstoff. 101 Kilopascal Druck. Und minus 131 Grad. Echt kalt für einen Kühlschrank. Denn ich dachte erst, das ist ein... Wie sieht es eigentlich hier aus? Kommen wir da noch ran an das Rohr? Ne, wahrscheinlich nicht. Ziemlich kalt für einen Kühlschrank. Dann dachte ich, das wäre ein Gefrierschrank. Also eine Gefriertruhe, quasi ein Gefrierschrank. Aber das nennt sich ja Refrigerator. So, was macht mein Sauerstoff hier? Geht. 55 Grad. Könnte man noch atmen. Könnte. Muss man aber nicht. So, gleich haben wir 40 Kilopascal erreicht. Das heißt, wir sollten mal gucken, dass wir die Dinger hier ran vorwerken. Ich fange mal hier an. Zuerst mal Strom. Dazu muss ich erstmal ein paar Paneele entfernen. Das ist das hier. Das will ich natürlich nicht. Ich hätte gern vom Blauen. So. Gibt es, glaube ich, nur 10er Stacks. Okay.
Und mal schauen da drin. Ja, sollte eigentlich reichen. Ja, besser, das auch noch weg. So, dann mal schauen. Fangen wir mal hier an, da können wir stehen. Also Kneifzange, Floor Gratings machen wir hier hin. Dann Kabel. Von oben kommend. Und da gehen wir hier nach links. So. Currently flashing an error. Das liegt dran, weil nichts angeschlossen ist. Hoffe ich mal. So, wir sehen es gleich. Kabel packe ich mal wieder zurück. Die tue ich einfach mal hier kurz rein. Dann machen wir hier mal die Paneele wieder drauf. So, und dann mal abchecken. Pressure Regulator. Back Pressure. Das heißt, ach, den habe ich jetzt nicht weiß gemacht, ne? So, jetzt ist er auch einer der Weißen. Gut. Heißt also hier, lass mal überlegen, gegen die Wand, der ist quasi, der Druck geht gegen die Wand und dann lässt er ihn raus. Ich schätze mal so rum, ne? Das heißt, so wäre es hier drin. Und dann wäre es hier draußen. Können wir ja eigentlich mal testen. Drehen wir hier mal zurück. Auf. Ach, das geht nur in 100er Schritten, okay. Kilopascal. So, das heißt, sobald wir hier 43 Kilopascal haben, das dauert hier ziemlich lang. Da kommt nichts mehr. Unsere Anlage ist ausgefallen. Warum zum Geier ist unsere Anlage ausgefallen? Was soll das? Warum ist unsere Anlage ausgefallen? Das hier läuft noch.
Druck sinkt wieder, weil ja noch weiterhin abgepumpt wird. Ah, der macht. Ja. Das wird hier wieder kälter. Wieso haben die aufgehört zu arbeiten? Vielleicht, weil irgendwo gespeichert wurde. Weil der gespeichert hat. Das könnte gut sein. Dass dieser Fehler, das ist halt so ein Bug. Dass das hier so ab und zu passiert. Machen wir auf 45. Das heißt, er sollte jetzt aus sein. Ich wollte hören, ob man ein Klicken oder Klacken hört. Steigend. Hier haben wir minus 60. Fallend. Ah, 2 Kilopascal, direkt hier am Pipe Network. Jetzt haben wir 45. Jetzt sind es 2,05. Also jetzt steigt's. 2,06. 07. 08. Hier sind es genau 45. Im Pipe Network. Ja, genau so ist eingestellt. Und hier haben wir 45 und rasant steigend, ist ja klar. Nee, nicht mal. Nee, er lässt ordentlich was raus. So, dass wir nicht über die 45 kommen, tatsächlich. Hier drin zumindest. Ja, doch, jetzt sind wir bei 46. Ja, der verpackt es einfach nicht. Da kommt viel zu viel rein. Ist ja klar. Also gut. Funktioniert. Also quasi Pfeil. Wand zeigt nach außen. Links kommt außen hin. Und rechts kommt innen hin. So, dann machen wir das wieder auf 110 Kilopascal. Wunderbar. Dann hätten wir den ersten fertig. Dann machen wir hier weiter. Strom. Zange in die rechte Hand, Kabel in die linke. Hier entlang, da sehe ich noch, wo es hingeht. Und jetzt muss ich aber runter. Ja, so, angeschlossen sind wir. Dann gibt es einmal das hier. Nach innen. Das hier nach außen.
Eingestellt auf 110 Kilopascal und an. Sehr gut. Ah, die Paneele mache ich später hin. Einmal innen. Einmal außen. Einmal innen. Einmal außen. Einmal außen. Einmal innen. Halt. Einmal innen. Einmal außen. Nächster Stack. Außen. Innen. Die Geländer habe ich übrigens wieder weggemacht. Die sahen ja furchtbar aus. Innen. Außen. Innen. Next Stack. Außen. Außen. Innen. Innen und außen. So, das waren alle. Und jetzt müssen wir Kabel hin machen. Ja, sieht auch gar nicht so schlimm aus. Machen wir Kabel hin und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Stationeers. Man glaubt es kaum, die Anlage ist wieder aus. Warum zur Hölle? Geht diese dämliche Anlage ständig aus? Kann es sein, dass die Sauerstoff braucht zum Arbeiten? Wie viel Temperatur haben wir denn? Dann mache ich da einmal aus. Null Grad. Minus drei Grad. Minus vier. Wird es dann jetzt hier eigentlich kälter, wenn die läuft? Also draußen ist warm, da scheint die Sonne. Ich habe das Pad gar nicht ausgemacht. Minus 4,5. Temperatur 0 Grad, auch 0 Grad. Ja, dann bleibt das wahrscheinlich bei minus 4, irgendwas. Naja, wenn es theoretisch zu warm wird. Druck steigt. Absaugen. Ach, weil es geschmolzen ist da drin, ne? Ja, da ist kurz warm reingekommen und dann ist mir das Eis da drin geschmolzen, bevor es im Stacker gelandet ist. Und es, wenn ich mir den Stacker so anschaue, den Crusher so anschaue, bewegt er sich nicht. Sprich, es ist da drin zu warm.
Ich dachte gerade, ich hätte ihn gehört. Den Crusher, dass er wieder läuft. Theoretisch müsste es immer auch kälter werden. Also wenn jetzt der Druck steigt, sollte es hier auch kälter werden. Das fühlt sich jetzt hier eigentlich mit kaltem Sauerstoff. Da haben wir jetzt gleich 100 Pascal. Pascal. Atembare Atmosphäre, das heißt, wir könnten den Helm aufmachen. Sollen wir es mal probieren? Ja, tatsächlich. Atembare Atmosphäre und genug Druck. Geil. Und wie laut das ist. Aber er crusht es mir nicht. Wir haben 0,8 Grad hier drin. Grad. Mal sehen, ob es reicht. Nein. Er crusht nicht. Mist, das ist zu warm hier drin. Wenn ich die ausmache, vielleicht ist es dann besser. Oder steigt mir dann einfach nur der Druck? Ach nee, es geht ja gar nicht erst hier rein. Stimmt. Tja, das ist jetzt ein Problem, ne? 39 Minuten, das ist auch ein Problem. Mir steigt jetzt hier gerade der Druck ins Unermessliche. Nee, das funktioniert so nicht. Doch, ein Crusher hat gerade angemacht. Ein Crusher ist doch gerade kurz angegangen. Und wenn ich hier minus 200 Grad einstelle, haben die Rohre nach draußen. Ja, das wird hier nicht kälter. Jetzt haben wir sogar schon 1 Grad.
Ich muss die Anlage mal abschalten. Hier wieder flauschige 20 Grad. Hier auch. Aus. An die Crusher komme ich ja jetzt nicht mehr ran. Aber hier. Aus. Was hat er jetzt gemacht? Oh, kann ich die vielleicht produzieren lassen mit offenem... mit offenem Dingens hier. Ne, bringt gar nichts. Oh, jetzt ist draußen kalt. Ich sollte mein Helm zumachen, ja, gute Idee. Und wieder locken. So, jetzt haben wir auch wieder Minusgrade. Dann können wir die Halle jetzt wieder fluten. Ich glaube, wenn hier Vakuum ist, funktionieren die nicht mehr. Ich glaube, dann funktionieren die Autolads nicht mehr. Ich glaube, die brauchen irgendwie Luft. So. Minus 37 Grad. Ich pump die da jetzt einfach rein. Also so rum. Minus 49. Machen wir mal so. Zwölf Kilopascal, 13. Ja, genau. So kriegen wir hier kalte Luft reingepumpt. Und dann pumpe ich den Raum einfach auf 100 Kilopascal und lasse das bei minus 60 Grad. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. Minus 51 Grad. So, aber wir machen jetzt erstmal eine Folgenpause, sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Time to Play hier bei Stationeers. Und bis dahin, macht's mir gut. Ciao.